Wir wollen heute eine Torkanade der Woche küren. Und zwar ist das die nördlichste, die wir je hatten. Vom TV Brach, der Philipp Röhrig. 6 Tore an einem Wochenende. Einmal 4, einmal 2. Dazu noch 4 Tore vorbereitet. Damit den Klassenerhalt eingetütet. Erzähl mal, hast du öfter so eine Torquote? Eigentlich eher weniger. Die Sache ist so, ich war lange verletzt. Und bin dann endlich wieder eingesetzt worden, konnte wieder richtig und bin gewohnter Flügelspieler eigentlich. Bin dann ungewohnt gegen Rodenburg dann mal im Sturm aufgelaufen und dank meinem Team hat es echt gut geklappt. Direkt 4 Buden gemacht und dann, es wollte irgendwie nicht aufhören, am Sonntag dann auch nochmal 2. Gutes Wochenende. Perfektes Wochenende, richtige Entscheidung vom Trainer, vom Lars Schneider, dich mal im Sturm auszuprobieren. Kann das jetzt öfters passieren, dass du ganz vorne aufläufst? Ja, ich gehe mal davon aus. Also ich habe jetzt am Sonntag gegen Sorga Kardes auch wieder vorne im Sturm gespielt. Ich fühle mich da wohl und ich bin der Meinung, ist die richtige Entscheidung. Gut, ihr habt die Klasse relativ souverän gehalten. Das war auch irgendwo das Ziel. Ihr habt eine relativ junge Mannschaft mit vielen Prachern. Du bist selber auch direkt aus Prach. Ist so die A-Liga auch das Optimum für euch, so für das gallische Tor, wie es immer so gern gesagt wird? Also momentan denke ich mal schon. Also unser Ziel nächste Saison ist auf jeden Fall ein bisschen weiter oben mitzustehen. So im Mittelfeld ist unser Ziel, so ein einstelliger Tabellenplatz. Aber an sich so Aufstieg, weiß ich nicht. Also das ist schon die richtige Klasse. Ihr seid so die einzige eigenständige Mannschaft dann auch in der ganzen Region. Das ist ein relativ kleines Dorf, Brach. Aber es macht natürlich auch Spaß. Jetzt kommt vielleicht Rodenburg wieder dazu, da wird man sich wahrscheinlich, glaube ich, besonders drauf freuen. Ja, auf jeden Fall. Die Derbys bei uns in der Liga sind immer top. Ob das dann Rodenburg ist, Heinebach, Gute Grund, alles. Das ist halt das Schöne, dadurch, dass die ganzen Mannschaften alle sehr nah beieinander sind. Und die Derbys sind bis jetzt immer gut gelaufen und waren immer viele Zuschauer da und immer meistens ausgeglichene Spiele, obwohl manche Mannschaften wie Heinebach oder so auch über uns stehen. Ja. Gut, dann wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg, deinem Team natürlich auch. Grüß mir den Lars Schneider, cooler Typ. Dann wie immer der Aufruf an euch, wenn ihr eine Torkanade der Woche nominieren wollt, dann könnt ihr das tun bis montags 11:30 eine E-Mail an info@torkanade.de oder eine Facebook-Nachricht und dann sitzt ihr vielleicht nächste Woche neben mir.